Seit Wochen schon sorgt die Lage am größten Atomkraftwerk Europas im ukrainischen Saporischschja für große Besorgnis. Immer wieder werfen Russland und auch die Ukraine sich gegenseitig vor, das aktuell von russischen Truppen besetzte Kraftwerk zu beschießen. Heute Morgen nun sind die Experten und Expertinnen der Internationalen Atomenergieagentur aufgebrochen, um sich über den Zustand der Anlage ein Bild zu machen. Am Morgen startete ihr Fahrzeugkonvoi in Kiew. Unklar ist, wann das Team eintrifft und auch wie viel Zeit die Experten dann haben. Die russische Besatzungsbehörde hatte zuletzt mitgeteilt, sie habe einen Tag eingeplant. IAEA-Chef Grossi sagte, er gehe von einem mehrtägigen Besuch aus. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Michael Heussen, der uns aus Kiew zugeschaltet ist. Michael, heute sollen, wir haben es gehört, die Experten und Expertinnen dort ankommen am Kernkraftwerk Saporischschja und es inspizieren mit Genehmigung aus Moskau. Was genau erwartet das Team da wohl vor Ort? Ja, zunächst mal eine lange Fahrt. Sie sind ja heute Morgen in aller Frühe losgefahren, vor Sonnenaufgang noch. Sie werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Stunden im Ort Saporischschja ankommen, dann über den Dnieper rüberfahren und dann allmählich das russisch besetzte Territorium der Ukraine erreichen. Und dann wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden dauern. Wir rechnen also damit, wenn alles glatt geht, dass Sie am frühen Nachmittag dort eintreffen werden. Ob sie dann direkt mit der Inspektion beginnen können oder ob das erst morgen früh der Fall sein wird, das konnte uns heute noch keiner sagen. Genauso die Frage ist interessant, wie lange wird diese Inspektion eigentlich dauern? Also es gab ja von russischer Seite die Aussage, dass ein Tag vollkommen ausreiche und danach würde man die Delegation wieder heraus eskortieren. IAEA-Chef Grossi hat aber gesagt, nein, es wird schon mehrere Tage dauern. Sie werden mehrere Tage dort vor Ort sein müssen. Und auf Nachfrage eines Journalisten hat er gesagt, ja, wir werden auch eine permanente Mission dort einrichten. Das ist unser exaktes Ziel, hat er gesagt. Und das ist natürlich wirklich interessant, denn wenn immer ständig dort internationale, unabhängige Beobachter vor Ort sein werden, dann werden sie auch beurteilen können, wie sieht es um die Sicherheit aus, wie sieht es aus mit den Angriffen. Kommen die Angriffe von ukrainischer Seite, kommen sie aus russischer Seite, soweit man das sagen kann, aus welcher Richtung die Raketen da einschlagen oder hoffentlich nicht einschlagen werden in dem Fall. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Sie widerspricht dem, was die russische Seite gesagt hat. Ob das jetzt Stoff für Querelen ist zwischen IAEA, Russen und Ukrainer, vermag ich nicht zu sagen, aber es birgt doch einen gewissen Zündstoff dieser Mission. Schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Was ist in der Nacht bei Ihnen passiert? Wie verläuft der Krieg momentan? Ganz interessant sind Erkenntnisse der britischen Geheimdienste, die sagen, dass die ukrainische Gegenoffensive im Süden tatsächlich kleine Erfolge gezeigt hat. Da wussten wir ja nicht, was wir von den Meldungen zu halten haben. Die Ukrainer sagten, wir waren erfolgreich. Die Russen sagten, sie seien erbärmlich gescheitert, die ukrainischen Angreifer. Insofern haben wir jetzt von britischer Seite eine kleine Bestätigung dafür, dass die Ukrainer tatsächlich erfolgreich waren, einen Teil ihres Gebietes zurückerobern konnten. Auf der anderen Seite gab es in der vergangenen Nacht wieder Raketeneinschläge, beispielsweise in Kharkiv. Da ist von mehreren Toten die Rede. In Kramatorsk sind nach Auskunft des Bürgermeisters Hochhäuser getroffen worden, mehrere Verletzte. Also dieses Schießen von Artillerie, von Raketen, von Bomben, das geht immer weiter, Nacht für Nacht. Ganz interessant, der ukrainische Präsident Selenskyj, der hat gestern Abend in seiner abendlichen Rede seine Landsleute auf der Krim quasi zum, ja, ich sag mal, Spionieren aufgerufen. Worum hat er die Menschen da genau gebeten? Er hat sie aufgefordert, bleibt weg von Militär. Einrichtungen, stellt euch nicht neben Flugzeuge, stellt euch nicht neben an Flughäfen, stellt euch nicht neben Kasernen. Das deutet darauf hin, dass da jetzt auch für die nächste Zeit ein Angriff geplant ist von ukrainischer Seite. Und er hat sie aufgerufen, wenn ihr Informationen habt, wo sich russisches Militär bewegt auf der Krim, bitte kontaktiert unsere Spezialkräfte. Es sieht also so aus, als wenn dort in den nächsten Tagen auf der Krim was passieren könnte, dass die Ukraine versucht, das, was sie ankündigt, die Krim zurückzuerobern. Es sieht hier aus der Ferne sehr unrealistisch aus, dass das in absehbarer Zeit gelingen könnte. Aber wir haben ja auch mit Ukrainern gesprochen, die Verwandte auf der Krim haben. Sie haben auch ihren Verwandten gesagt am Telefon, bitte hört auf das, was Selenskyj sagt, bitte haltet euch fern vor russischen Einrichtungen. Wie realistisch ist das eigentlich, dass Selenskyj seine Landsleute auf der Krim überhaupt noch dazu animieren kann, wie Sie es gerade erzählt haben? Weiß man überhaupt, wie viele Kritiker oder Kritikerinnen Russlands noch auf der Krim leben?
Nein, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das Referendum, das dort abgehalten wurde, hat ja eine eindeutige Mehrheit ergeben für den Anschluss an Russland. Das wurde aber international bezweifelt, dass das wahr sein konnte. Genauso wie es jetzt Umfragewerte aus anderen Provinzen gibt, aus Donetsk und Luhansk, wo angeblich über 90% der Bevölkerung für einen festen Anschluss an Russland sein sollen. Also das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie die Stimmung tatsächlich auf der Krim gerade ist. Es gibt ja auch kaum ausländische Journalisten dort, die die Lage einschätzen könnten, und erst recht keine unabhängigen Institute, die dort Umfragen durchführen. Michael Heusen, vielen Dank für die Einordnungen. Danke nach Kiew.